Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein The New Order. Und ja, meine Laune ist gerade momentan nicht so gut, weil ich habe eigentlich schon was im Voraus aufgenommen. Wiederum muss ich aber die Speicherdaten löschen, weil es leider ein Problem gab und ich... Ja, muss einfach das wieder von vorne machen. Anders kann ich das nicht sagen. Und... Das hat jetzt meine Laune auch ein bisschen zurückgeworfen, deswegen werde ich mich jetzt hier ein bisschen sputen mit der Mission. So, ich muss halt den Schlüssel finden. Dafür muss ich zu dem Typen hier. Ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja. Moment. Fuck! Alles okay, Fergus? Ich werde Alt Blazkowicz. Keine Ahnung, wie lange ich das alles noch mitmache. Es wird schon klappen. Wir können es noch schaffen. Ja? Und wie lange noch? Was soll das werden, Fergus? Ich weiß es nicht. Nichts. Alles. Es geht um den Jungen, verdammt. Private Wyatt. Er sollte hier stehen, nicht ich. Er war noch jung. Er hatte Potenzial. Mit ihm gäbe es eine Zukunft. Wir beide sind Relikte aus der Vergangenheit. Die nur noch der Wille aufrecht hält. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Tja, ist ziemlich offensichtlich, oder? Ich war bereit zu sterben, ich hätte es gern getan. Ich habe meinen Arsch gegeben, um den Jungen zu beschützen, Blazkowicz, und Sie haben sein Leben einfach weggeworfen. Erinnern Sie sich an Prendergast? Der Kerl hat einfach alles überlebt. Und jetzt ist er tot. Sie sind alle tot. Und Sie sitzen hier mit diesem nutzlosen Greis. Ich meine, wie soll es langfristig weitergehen, hm? Wer wird übernehmen, wenn wir die Zügel nicht mehr halten können? Fuck! Und jetzt raus mit ihnen, ich muss mich ausruhen. Also ihn hat wohl der Tod von Private White? Ja genau, so hieß er glaube ich, ne? Ziemlich mitgenommen. Aber... Mir kann es auch von übeln, er ist halt der Befehlsoberhaber gewesen, oder also der Befehlsgeber und ein Soldat ist unter seinen Aufsicht gestorben. Ich glaube, das würde jeden treffen. Geheim. So, ich habe die Akte, jetzt muss ich nur noch das Beton holen. So, die hat gesagt, das ist in der Nähe vom Heli. Ein Schimmelfleck. Brauche eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Okay, Kreissäge. Aua. Ja, mir ist okay. Such den Ausgang schon allein. Danke dafür. So, ein bisschen sputen hier. Oh, da ist so ein Ding. So, weg mit dem Ding hier. Gut, weiter geht's. Auffüllen. So. Tut mir voll leid, dass ich jetzt hier ein bisschen hier mich spute, aber ganz ehrlich, ich habe die Mission schon gespielt, ich wollte eigentlich schon weitermachen und dann ist mir durch einen dummen Fehler halt die ganze Speicherdatei flöten gegangen, was dafür gesorgt hat, dass ich halt alles, was ich vorher gemacht hatte, völlig umsonst war. So, deswegen beeile ich mich jetzt hier mal ein bisschen. So, weg mit dem. Oh, daneben, okay. Wohl doch nicht so einfach wie ich dachte. So. Weg mit dem. Und. Oh, wie viele sind denn noch hier? So, weg mit dir. Und weg mit. Bleib stehen! Weg mit dir. So, sehr schön. Nehmen wir noch den Medi mit. So. Falls Leute das wissen wollen, wenn man diesen Raum geht, also wenn man in den Raum geht, geht die Tür nicht auf, weil das steht, kann nur von der anderen Seite geöffnet werden. Und das geht nur, wenn man hier an dieses Geländer, also an diesen Geländer raufspringt, weil ich schieß mal drauf. So. Da drauf springt und dann kommt man halt nach unten und dann kann man da hochklettern und da ist halt ein goldener Aschenbecher. Also für die Leute, die es wirklich interessiert. So, jetzt gehen wir hier weiter, weil hier kommen wir dann raus.
So. Gut. Weiter. Weiter hier. Weiter da. Und zack, sind wir wieder zurück. Willkommen zurück, Captain Blasco. Ja, ja. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn. Im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekam eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ja, bei sowas würde ich auch nicht verzeihen wollen, ne? Vielleicht sollte ich noch Max sehen, was ihm gut geht. Ja, guck, das ist schon mal ein Spielzeug von Max. Spielzeug hat dich gefunden. Aber ganz ehrlich, ich würde sowas auch... Egal in welcher Regierung ich arbeite, also ob ich in der Regierung arbeiten würde als Soldat oder im Parlament oder sowas ähnliches. Wenn irgendeiner... einer meiner Familienmitglieder töten würde, würde ich wirklich durchdrehen. Und deswegen kann ich auch den Fuß verstehen. Ich hatte mal einen Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Tannenzapfen und Streichholzschachtel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beskowitsch mit seinen Sprüchen hier. So, wo sind die... Wo sind diese Blöcke? Oben. Muss mal kurz gucken. Er schläft. So, alles habe ich auf jeden Fall. Aber wo sind diese... Wo sind die... Blöcke hier? Hey, das war jetzt nicht nett von dir. Ich bin kein amerikanischer Trottel. Ich bin nur amerikanisch. Hey, da nicht. Hier vielleicht? Jetzt struggle ich dabei, diese Bauplätze zu finden, ne? Obwohl, die waren bestimmt vor meiner Nase oder so. Apropos Nase, ich muss mich die ganze Zeit kratzen, ne? So, weiter geht's hier. Wo sind die Bauplätze jetzt, Oder waren die unten? Ob die unten waren. Aber ich glaube nicht, dass sie hier waren. Weil hier hatte ich ja dieses Ding geholt. Nee, die sind hier nicht unten. Ah, jetzt struggle ich an den Bauklötzen. Ist ja wunderbar, ja. Okay, gucken wir mal. Also da ist Level beenden, da will ich lieber nicht hin. Hast du Anja? Ah, ich suche noch die Bauplätze. Vielleicht sind die ja oben, also ganz oben. Da war ich ja noch nicht. So, ich stehe noch ganz oben. Amerikanischer Trottel, sagt er mir. Ja, ja, amerikanischer Trottel am Arsch, Junge. Schlafen? Nee. So. Ich hab da was löschen sehen, deswegen bin ich kurz einen Schritt zurückgegangen.
Gehen wir mal nach oben. Vielleicht ist er weg hier. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. So, Messer. Wo sind die Bauklötze? Okay, werfen kann ich die nicht, die Wurfmesser. Das kann nicht sein, ne? Ich habe vorhin tatsächlich, als ich die Aufnahmen gemacht habe, alles gefunden, nur den Auto nicht. Und jetzt habe ich das Auto gefunden. Und jetzt finde ich die Bauklötze nicht. Und ich wette, ich werde mich voll ärgern, weil die bestimmt vor meiner Nase sein werden. Nein, ich will mich nicht schlafen legen. Wo sind die Bauklötze? Dem Zimmer vielleicht, aber da habe ich schon das Auto geholt. Boah. Vielleicht hier irgendwo? Alter, das kann doch nicht sein, ne, dass ich jetzt gerade die Bauklötze nicht mehr finde. Die habe ich vorhin noch gefunden, ne? Wo könnte die Bauklötze sein? Die müssen auf jeden Fall irgendwo hier bestimmt sein, ne? Ich habe die bestimmt irgendwo übersehen. Oh, mittlerweile hat sie zwei Handeln dazu genommen. Was ein Profi. Da! Du wärst Max. Ich bring dich nach Hause. Ja, ich wusste es doch, ey, dass ich da irgendwo was übersehen hatte. Gut, gehen wir mal zu Max jetzt hier. Oh ja, träum was Schönes, Max. So, runter mit uns hier. Da können wir jetzt den Level abschließen. So. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Kaugummi? Ist gut? Kirsche? Nee, aber danke. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert, jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann. Vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung, Saubande! Schneller!
ziemlich hart, diese Hexe. Wollte schon Schlampe sagen, aber... Okay, eigentlich ist sie ja beides. Bewegung! Saubernde! Selber Saubernde! Was ist mit dem hier? Zu massiv, der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten, bitte, Frau Engel. Na gut. Jawohl, Lagerkommandantin! Durch die Tür, Sonntag! Was passiert eigentlich dann mit den anderen Gefangenen? Wenn ich jetzt hier rausgenommen werde. Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. So. Gut. Hier an die Maschine ran. Der erste Tag ist hart, mein Freund. Lerne zu akzeptieren. Es wird nicht einfach. So lange her? Nun, ich weiß nicht genau wie lang. Wochen, Monate vielleicht. Wenige überleben lang. Ich bin in Afrika gekämpft, habe sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4 Uniform an, heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Danke. So, das ist jetzt hier ein bisschen komplizierter, weil bis hierhin kam ich auf jeden Fall. So, und zwar muss man Folgendes machen, für die Leute, die das selber spielen wollen. Man muss den den linken Stick nach rechts drücken. Dann passiert das. Dann muss man den linken Stick nach links drücken. Und dann den linken Stick nach unten. Dann kannst du sowas machen. So, und wenn man dann nochmal haut, nach unten, dann fällt das ab. In dem Moment drückt man einen Kreis, dann bückt man sich. Und kann das mit Viereck aufheben. Ja, für die Leute, die da Probleme haben und nicht wissen, was sie machen weiter müssen. Also nicht wissen, wie die weitermachen müssen. Und dann kommt halt derselbe Vorgang einfach. Rechter Stick, linken Stick nach rechts, linken Stick nach links und linken Stick nach unten. So. Du es selbst rausfinden. Okay. Schnell. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfangen? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz, sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig. Oh, der Arme, wie er noch schön gelächelt hat und sich gefreut hat und er dann so, warum? Achso. Doch, B4, ne? Ja, ich bin jetzt B4. Ja, durch das Tor nach draußen, hab ich gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. So. Da hinten ist er. Seth Roth. Sie haben Sie meine Tochter gesehen? Seth Roth, sieh dir den Riesen an. So viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot.
Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten? Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so, dann retten Sie ihn und gehen Sie wieder, Riese. Und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dat-Yishut nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht Sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lager Direktorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe daran etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dat-Yishut angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren, hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle. Also die Maschine, das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus, dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Jo, mach ich, Boss. Aber erst beim nächsten Mal mach ich das. Ja. Also, bis zum nächsten Mal, Wolfenstein, The New Order. Ciao.